Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video fangen wir wieder mal an mit ein wenig Mega Aquarium. Es ist jetzt eine Weile her. Ich muss mich auch erstmal direkt wieder ein bisschen reinfuchsen. Ich habe mir nochmal das letzte Video angeguckt und ich glaube, ich müsste erstmal wieder gut drin sein. Das Doofe ist, dass wir jetzt keine Aufgabe haben, durch die wir jetzt festlegen können, was wir als nächstes erforschen, aber nehmen wir einfach mal den gefleckten Lippenfisch. So. Ich würde sagen, in der Zeit, in der wir hier drauf warten, weil tägliches Einkommen haben wir ja schon, können wir das ein wenig gestalten. Ich habe mir ein paar Bilder angeguckt. Ich schätze mal, also es sollte jetzt nicht allzu schwer sein, das Gehege für die das Aquarium für die zu gestalten. Es sah sehr nach sehr viel Algen aus und Seetang und ja, also ich schätze mal irgendwie, dass sie in so oder so, heißt das überhaupt so? Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle, dass die da in sowas ungefähr leben. Das dürfte jetzt keinen behindern, weil nur vorne die Hitbox ist, ne? Ich weiß es nicht. Ich mache einfach. Scheint aber so. Ja, perfekt. Die haben jetzt nichts irgendwie wegen irgendwie eine gewisse. Nee, haben sie nie. Ja, okay. Die brauchen also nicht irgendwo freien Platz. Das ist schon mal positiv für uns. Für unseren gestalterischen Aufbau des Ganzen hier. Ja. Was war das denn jetzt? Ach, egal. Eigentlich wollte ich das Ganze so hier ein bisschen haben, dass das so ineinander übergeht. Ja. So. Ich habe jetzt noch was gar nicht geguckt, und zwar gab es ja ein neues DLC. Okay, scheint mir so, als könnten wir das hier nicht benutzen. Es sind nämlich eine ganze Menge neue Bausachen hinzugekommen, also Wände, Zäune, Mülleimer, solche Sachen. Es gibt auch so Treppen, also so Unterführungen. Ist eigentlich ein sehr geiles DLC, also man hat sich auf alle Fälle gewünscht. Was geht denn bei der? So. Die pennt. Ja. Wenn ich mir das so angucke hier überall, habe ich so das Gefühl, dass das alles gerade gut verteilt ist. Also Toiletten und Bänke und so. Warum laggt denn das Game so gerade? Sehr unerträglich. So. So, so. Was geht denn hier ab? Ich verstehe es nicht. Egal. Alter. Junge. Vielleicht noch ein paar Bänke, Alter, es ist echt. Nee, einfach so stehen lassen. Die steht ja immer noch einfach random hier und der hängt auch fest. Was ist denn hier los? Ach, ja. So, hier haben wir noch eine Bank jetzt. So. Hier haben wir auch Bänke, aber keine gepolsterten so. Pinkel dir nie ein, hier vorne gibt es Toiletten, da gibt es Toiletten. Sollte eigentlich ausreichen. Theoretisch. Machen wir mal weiter mit dem Aquarium. Haben wir schon Schilder da überall? Ich weiß es nicht. Was mache ich hier eigentlich? Wo waren denn nochmal die Schilder? Hier nicht? Bestimmt hier auch nicht. Hier, lol. Gut, haben wir schon ein Schild,
Haben wir Schild? Hier haben wir. Kein Schild, Digga, danke. PCs, Alter. So. Schild. Schild. Auch wenn das Becken leer ist, lul. Sie haben freigeschaltet. Belfast. Becken. Ja, ich glaube, dann würde ich trotzdem auf das jetzt erstmal gehen, so. Eine Filteranlage und alles. So, jetzt können wir hier erstmal weitermachen. Sehr interessant. Das gibt, das passt doch gut rein, meiner Meinung nach. Das würde ich vielleicht dann ein bisschen. Fuck. Da würde ich vielleicht was Kleineres nehmen hier unten für die Ecke. So. Jetzt habe ich schon wieder das Falsche angeklickt, ist ja ekelhaft. Nein, 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 nein. Kelp Forest 1. Ey, es ist unnormal, wie das gerade am Rumspacken ist. Ich kann nicht mal was ordentlich platzieren hier. Ich glaube, nach der Aufnahme beende ich hier nochmal das Game. Und starte das Ganze neu. So, mal gucken, wie es jetzt aussieht. Vielleicht könnten da sich. Obwohl, nö, passt, meiner Meinung nach. Also, ich finde, es sieht gut aus. Ja. Sieht sehr, sehr natürlich aus. Steht immer noch hier. Der hier hing, der ist weg. Aber die steht immer noch. Ich hoffe auch, dass die Aufnahme nicht laggt, ne? Ich mach mal kurz aus und guck, ob es laggt. Falls es gelaggt hat bis jetzt, es tut mir sehr leid. So, ich habe mir das Gute angeguckt, die gute Aufnahme. Es hat, naja, nur dann gelaggt, wenn das Spiel gelaggt hat. Wieso habe ich die Aufnahme schon gestartet, ohne zu gucken, ob es laggt? Es laggt weiter. Also, ja, wir werden wohl alle mit Lags leben müssen, weil das Spiel anscheinend gerade ein Problem mit Nvidia hat oder mit meinem PC, weil ich benutze jetzt Nvidia zum Aufnehmen, weil OBS, wie gesagt, nur am Rumspacken ist, aber ich hatte gerade ein geschwisterfreies Wochenende wieder. Ja, ich hatte einfach wieder Zeit. Also Zeit und Ruhe, also bin ich zu dem Entschluss gekommen, aufzunehmen, und ich finde, dass alter Leute, dass ich mit Mega Aquarium auch mal weitermachen sollte. Deswegen lasse ich mich jetzt von den Lags nicht stören, nicht? Wir brauchen unbedingt einen Stör. Was war hier noch? Waren hier nur die Korallen drin? Ja, stimmt, das war das nur Korallenbecken, ne? Ja, ja, gut. Wir können hier auch ein bisschen anmalen, theoretisch. Aber ich wüsste halt nicht, wie. Nautilus-Vieh? Ich weiß nicht, vielleicht hier das so, aber das ist ja. Schwierig. Ah, durch den Nautilus-Theme bekommen wir noch nicht mal Ruf. Vielleicht Schiffswrack oder Piratenhöhle. Dadurch bekommen wir was. So. Ja. Ach, egal. Warum ist das? Ah, okay, damit es besser aussieht. Verstehe, verstehe. Okay. Damit ist hier
erstmal alles verschiffsfrackt. Wäre hier vielleicht auch nicht schlecht, aber ich bin mir ziemlich unsicher, was das hier anmalen angeht. Hafenpromenade würde, glaube ich, für. Obwohl, ich weiß halt nicht. Es ist halt schwierig. Ich bin sowieso nicht so der Anmalen-Typ. Was ist denn das? Also Personal. Nur Personal kann durch die Tür gehen. Ja. Ja. Wie kriegen würden wir es noch sonst hinbekommen? Deko. Mehr Deko. So viel Deko haben wir auch gar nicht zur Auswahl. Aber na moin. Können es ja trotzdem. Wir können trotzdem schaffen. Ach, das schwimmt oben. Lol. Hier hätten wir sogar noch Platz. Ich weiß nicht, ob ich das Schiff so schön finde hier drauf. Ja, es hat schon generiert, aber wird auch noch 4. Oh Gott. Das generiert hier am meisten von dem ganzen Quark. Ah, shit, here we go again. Ah, wenn ich das einfach hier reinpacke, ja, dann sehen sie aber die Gäste nicht. Ach, Digga. Ist hier, nee, hier ist auch kein Platz, oder? Nee. Höchstens hier vielleicht, wenn wir das Ganze ein bisschen verschieben. Ah. Wenn wir den ganzen Spaß ein bisschen verrücken. Dürfte das Bötchen hier auch hinpassen. Ach Digga, ja, Digga. Nein, falscher Stein. Der falsche Stein. Ja je. Wo ist das Boot hin? Da. So. Das. Ach, sind so viele Fenster hier offen, ist ja ekelhaft. So. Du gehst weg, du gehst weg. Du gehst weg, du gehst weg. So. Ja, gut. Vielleicht drehe ich das mal so, dass der Griff vom Paddel nicht rausguckt. So nach dem Motto, das benutzen die Tierpfleger. Ja, schwierig. Ich würde gerne eine Pflanze da drunter packen oder einen Stein drunter packen, aber es geht halt nicht wegen Hitbox-technischen Sachen. Ach, das ist doch nervig. Und irgendwie geht das auch gerade runter hier von dem Ganzen, was hier generiert wird. Also ich bin mir nicht sicher, ob das so viel gebracht hat. Oh, wir haben 10 Briefe. Verena ist eine Stufe aufgestiegen. Was haben wir? Was machen wir? Ja, gleich. Kann man das eigentlich auch leveln? Oder nur hier? Na egal. Rauf auf Füttern. Was? Ein wissenschaftliches Experiment. Hallo, wir führen ein Experiment an Ohrenquallen durch. Die Qualle braucht eine ganz spezielle Umgebung namens Kreisbecken, die sie mit dem erforderlichen Wasserkreislauf versorgt. Wir würden die Lieferanten und ein wenig Kapital im Voraus stellen. Wir würden sie also nur bitten, für die notwendige Zeit einen dem Experiment dienlichen Betrieb bei. Digga, ich krieg die Krise. Was ist denn los hier? Es ist irgendwie immer ein Mega-Aquarium, so habe ich so das Gefühl. Okay, nochmal. Wir würden die Lieferanten und ein wenig Kapital im Voraus stellen. Wir würden sie also nur bitten, für die notwendige Zeit einem dem Experiment dienliche, betriebsbereite Anlage zur Verfügung zu stellen. Danke. Was ist denn an betriebsbereit so schwierig? Ich habe schon wieder vergessen, mir die Uhr zu stellen. Das ist schwierig.
Jetzt sind wir schon safe wieder bei irgendwas 6 Minuten oder so. Okay, nochmal. Zielvorgaben erreichen. Erreichen. Zielvorgaben. Errichten Sie ein Becken. So. Typ kleines Kreisbecken, Ohrenquallen 6, ausreichend Wasserqualität, ausreichend Kälte für 2 Minuten, Belohnung 3000 jetzt und 3000 danach. Ja, bei den 3000 hatten die mich. Okay, der Steinbutt ist gewachsen, Daniel hat eine neue Stufe, wir gehen immer auf selber anscheinend. Füttern. In meiner Seestern ist gewachsen, schön. Interesse an gewöhnlichem Tintenfisch. Dafür brauchen wir einen Franzosen-Kaiserfisch, voll ausgewachsen. Pollack ist gewachsen. Ein Aquarium ohne Wegweiser ist kein richtiges Aquarium, denken Sie nicht. Schwierig. Also bei manchen Aquarien braucht man halt einfach keine Wegweiser. Aber zu einem anderen Thema. Während Sie am Verkauf von kundenspezifischen Wegweisern in Ihrem Aquarium interessiert, wir designen, drucken und liefern alle Bücher. Sie müssen sie nur verkaufen. Warum versuchen Sie es nicht, dieses kostenlose Exemplar hier zu verkaufen, das wir bestimmen, wird bestimmt der Renner. Zielvorgaben. Platzieren Sie das Wegweiserregal. Platzieren Sie den Wegweiservorrat verkaufte Wegweiser 0 von 12. Ja, okay. Endspurt. Gute Arbeit. Dank Ihnen befindet. Achso, das sind die wir nicht mehr. Löschen können. So. Also, okay. Franzosen Kaiserfisch haben wir denn überhaupt? Nein, aber jetzt. ich glaube, das mit dem Wegweiserregal wird fürs Erste das Einfachste. Vor allem, wenn wir das jetzt haben wir anscheinend nicht. Warum bin ich jetzt so zur Seite geschnippt? Ach, dieses Spiel. Ja, also wenn es hier nicht ist, haben wir es ja wahrscheinlich nicht. Heißt das, wir müssen das Ganze noch erlernen? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Haben wir auch das Kreisbecken überhaupt schon? Platzieren Sie das Wegweiserregal. Schnappen Sie sich das Wegweiserregal der Nachricht und platzieren. Ach so. Ah, ja, da muss man auch erstmal wieder reinkommen. Noch eine neue Nachricht an die Dani. Hä? Ist so. So, und das hier? Die Vorräte kommen hier rüber. Verkaufe 12 Wegweiser. Ja. Habe ich überhaupt wen der Souvenirladen macht? Ist die Frage. Füttern, reparieren, reinigen. Mehr ist nicht drin? Also nein. Perfekt. Jetzt muss ich auch noch wen anwerben hier. Ja, okay. Ja, dann nehme ich die erste. So. Verwalten. Hat kein Areal zugewiesen. Ja. Lass mir beides auf mittelmäßig so. Verkaufe 12 Wegweiser. Dann können wir uns ja dem anderen Nebenziel jetzt erstmal widmen. Ein kleines Kreisbecken. Da. Wird erstmal hier hingeschauert. Damit ich erstmal weiß, was ich hier überhaupt mache. Vergrößern konnten wir das jetzt nicht, ne? Das war... Doch, geht. Okay. Wie groß sind so die Quallen? Nein, nicht hier. Kaltwasser bitte. Da, Ohrenqualle. 2 bis 6. Das Becken ist 24 groß. Aha, okay. Also 6 mal 6 im Grunde. Das heißt, wir brauchen ein größeres Becken. Meine Frage ist nur, wie mache ich das? Und kann ich das in die Länge ziehen? Haar im Gesicht. Ja, aber wow. Also, besonders spektakulär ist das jetzt nicht, was die Größe angeht. Hey, that's what she said. Das Beste ist ja auch, ich sehe nicht, wie groß das ist.
Hallo? Bin ich auch mal 8er. 32. Ist trotzdem zu klein. Da muss ich halt einmal in Länge ziehen und einmal nach hinten. Hier haben wir genug Platz eigentlich mit dem Quarantänebecken, deswegen können wir das hier so. Dann nehmen wir das runde Becken, welches wir nicht an die Wand platzieren können. Perfekt. Ich habe auch keinen Bock, dass die Besucher jetzt hier in der... Nee. Schon alles ausverkauft, das könnte der Beginn einer fruchtbaren Geschäftsbeziehung werden. Ich verkaufe Ihnen gern so viel, wie Sie möchten. Sie finden das Regal und den Vorrat im Baumenü Abschnitt Einrichtung. Aber noch ein Wort der Warnung. Wenn Sie Ihre Wegweiser Vorrat in Reichweite Ihrer Gäste lagern, besteht die Gefahr, dass einige Gäste einige davon stehlen. Ja, deswegen ist er ja auch hier hinten. Ist ja nicht dumm. So, perfekt. Dann machen wir erstmal das alles weg. So. Jetzt sind schon wieder allein 6 Minuten rum. Es müssten schon um die 20 Minuten gewesen sein. So. Egal. Erstmal Quallen. Eins lang, eins nach hinten. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das wirklich so mache oder ob ich hier einfach den Gang noch ein bisschen nach... sonst wo ziehe. Auf alle Fälle dürfte das jetzt erstmal groß genug sein. Ja, ist es. Perfekt. Dann muss ich den Gang noch einmal ein bisschen rausziehen. Einmal nach Timbuktu und so. Oh Gott, das habe ich komplett vergessen. Alter, das war knapp. Ja. Kann ich das noch eins so zur Seite rücken? Ja, kann ich. Das ist doch schon mal Schnieke. Eine Wand hinten dran kann ich auch, ja. Perfekt. Das ist jetzt nur blöd. Ja, war klar. Eine Wand muss demnach weg. Hä? Passt das immer noch nie, oder was? Oder wie, oder was? Müsste doch eigentlich. Oh. Okay. Okay. So. Dann brauche ich theoretisch hier hinten sogar keine Wand. Theoretisch. So. Einen drei langen Weg. So. Dann könnten wir die Ausstellung eröffnen. Auch wenn noch nichts drin ist. So. Ohrenquallen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brauchen natürlich noch den entsprechenden ganzen anderen Quark. Ich habe so das Gefühl, wir brauchen doch ein. Obwohl, nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir brauchen erstmal einen Kühler. Ich bin so dulli. Ja, schön, dass ich das so. So, nochmal ans Becken ran. Einfacher Kühler. Irrelevant eigentlich gewesen gerade die. Aber warte, so brauchen wir nicht mal das Ding. Ach so, X. Verkaufen. Oh, jetzt habe ich beides. Egal. Wird schon. Das passt schon. So. Und machen einen Eiweißschäumer einfach, damit es easy geschafft ist. Hier brauchen wir ja eigentlich gar nichts zu dekorieren. Ich kann eigentlich auch die Ecke hier rausnehmen. Oder wir packen dort auch noch ein Aquarium hin. Vielleicht für den Kaiserfisch. Obwohl ich das. Ja, schwierig. Vielleicht packe ich das hier hin. Also logischerweise wird es hier hinkommen, aber vielleicht auch hier hin oder vielleicht sogar hier. Mal schauen. Wird auf alle Fälle lustig. So, für 2 Minuten. Demnach müssen wir jetzt nur noch die Zeit runterlaufen lassen. Hier wird es irgendwie nicht besser. So.
Obwohl jetzt, wenn man genau Vorführeffekt. Was haben wir noch so? Bei Kaltwasser derzeit nichts. Tja. Hä? Davon haben wir doch schon zwei hier vorne. Ah nee, das sind andere. Den haben wir schon. Den haben wir noch nicht. Den haben wir auch schon. Den haben wir auch noch nicht. Den haben wir noch nicht. Den haben wir schon. Den haben wir noch nicht. Den haben wir auch noch. Nee, die haben wir schon. Ich weiß nicht, ob ich auf den Fisch warten soll. Daniel ist eine Stufe aufgestiegen. Wunderschön. Reparieren, reinigen, reparieren. Wilhelm ist eine Stufe aufgestiegen. Ich packe mir ein Füttern rein. Warum? Einfach so. Ja, haben wir gemeiner Seestern gewachsen. Oh. Die Ergebnisse sind nicht eindeutig. Das ist perfekt. Jetzt können wir weiterhin zusätzliche Gelder beantragen. Wir danken Ihnen. Junge. Wofür geben die Gelder aus? Frauen und Alk? Wo war ich? Achso, hier war ich. Seestern gewachsen, ja. Wissenschaftlich, ja. Das haben wir ja jetzt. Das wollen wir, okay. Ja, okay. Haben wir ja schon geschafft, lol. Also können wir das Ganze auch löschen. Löschen. Wachstumsnachrichten löschen. Dass man die auch nicht, das hatten wir doch schon, oder? Können wir auch eigentlich löschen. Großer Kühler. Ja, was haben wir denn da noch? Floor Tank. Ja, vielleicht für die Krabben. Eigentlich ganz schnieker. So. Jetzt brauchen wir nur. Hier, jetzt ist es schon wieder runtergegangen. Jetzt ist es schon wieder runtergegangen. Ja, der braucht noch ein bisschen. Was haben wir denn sonst so noch? So eine ganze Menge. Den haben wir schon. Ja, nach dem IoT jetzt nicht nehmen. Ja. Wir können ja schon mal für den, ich weiß nicht, für den Kaiserlippfisch oder so. Wie ist der so? Franzosen Kaiserfisch. Das Floor Tank ist fertig. Ich krieg die Krise. Ich nehme einfach so ein Osaka. Oh, ich hätte das. Moment, ist die Ecke links oder rechts? Er ist eigentlich auch irrelevant. Wie groß ist der gute Herr hier eigentlich? 6 bis 11. Okay. Frisst Korallen. Ja. Wird schon passen. Ich werde mir einfach mehrere reinmachen. Dann kann ich den einen ausgewachsenen dann verkaufen gegen den Tintenfisch. Ja. Und hab dann trotzdem noch welche. Krebstiere 1 bis 5. Tiere 1 bis 5. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass ich hier hinten einfach so die Wirbellosen mache, also den Tintenfisch, die Quallen und so. Und dass wir dann den Kaiserfisch einfach hier hinpacken. Und wenn es hier halt enger wird, kann man ja immer noch nach hier ausweiten. Das ist eine schniege Idee. Aber naja, ich würde sagen, das war's auch erstmal mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Abo und Glocke. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.